Ja, ein wirklich schlimmer. A really bad one. I knew it. I could see as soon as I came in the room that you were having a nightmare. I guess I shouldn't have woken you up. What was it about? Ich wurde lebendig verbrannt. Ich kann mich nicht erinnern. Das geht sie nichts an. Ach, sind die nett. I was burnt alive. Actually, it reminds me of something that happened the other day. There was this woman on the emergency unit, and she really wanted to smoke, you know? But they wouldn't let her, of course. She wasn't well at all. Not just injured, but not right in the head. She was on 10 liters of oxygen through the face mask. She had to stay in bed, she was told. But she wouldn't listen, of course. And as soon as they'd left, she lit up a fag. The whole room went up in flames, and so did she. Oh. Ow. That's just me and my big gob. Typical. I never know when to shut up. It's just like that sometimes, isn't it? Wie war noch gleich ihr Name? What was your name again? I forgot to introduce myself, didn't I? I always do that. So sorry, Susan. My name is Elizabeth. Bäh. Du immer ein Accessoires, geh weg. Also ich trage auch den ganzen Tag keine Brille und dann beim Schlafen gehen lege ich mir eine an, damit ich die Träume gut sehen kann. Hm? Ah. Dickicht, Dickicht. Dickicht, was? Ja, also auch im Auge putzen ist ganz, ganz wichtig. Und auch in der Nase. Und dann auch unten und am Kinn. Ah, ist das nicht wunderschön mit Flügelchen und ein Halsband, dann noch ein Sternchen hier, ins Augenherz. Eine Sternschnuppe in den Mund. Dann noch volles Piercing hier an der Nase. Puzzlestücke. Das war wahrscheinlich ein Anzeigebug für Bug. Was? Nein, Bug. Und ja, jetzt können wir endlich weiter hier. Das erste Level haben wir zu 100% abgeschlossen. Ja. Willkommen im Yammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Ist tot. Sie ist eigentlich. Ja, egal. Ich glaube, es kommt ein Erdbeben. Und zwar genau hier. Erdbeben liegt statt. Schon dreht sich das Gas aus und trinken sie kein Wasser. Das arme Rathaus. Meteoriten hier in die Schnösel hinein. Und da fällt es runter. Jetzt. Oh, Spinnies. Oh, Creepies. Creepies. Geh weg. Nein. Boom. Ja, jetzt ich wundere, warum der nicht explodiert ist. Ich hab's ausgestellt. Ausgestellt. Weil er in den Pussy-Mode gehen wollte. Nee, nicht wirklich. Das habe ich einfach schon Anfang ausgestellt auf dem Server. Weil es nicht praktisch ist, wenn man den Server baut und dann einfach explodiert. So. Die hat die Wanderstimme aus Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Ey, oh. Ja, wir können uns gegenseitig runterkicken. Das ist eigentlich das einzige Witzige an dem Spiel, deshalb macht das Spiel auch Spaß. Yay! Ja, alleine sollte man es nicht spielen, sonst macht es keinen Spaß. Wie? Hey. Das kann ich auch. Oh, oder auch nicht. Ach, nee, kannst du nicht. Wie kommt man da bitte rüber? Ach, wir müssen da gar nicht rüber. Doch, du musst da rüber, du musst ins Wasser springen. What the fuck? Macht es sogar noch. Ja, ich will jetzt wenigstens das. Hey. Oh. 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 Hey. Oh, du Skiller. Och, nö.
Ich meine natürlich tolle Karten. Ich habe so tolle Karten. Karten. Ich auch. Oh, und Rubin. Oh, oh, oh. Ups. Bumm. Au. Fertig. Ich bin gespannt, wie diese Runde ausgeht. Die letzte Runde ging ja an dich. Diese kommt nicht zu dir. Meinst du? Oh Gott. Ah, okay. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Was denn? Oh, ein Tiger. Boah. Ach so, dieses Auge, was der einen da manchmal anschaut, ne? Brot zum Ausrutschen. Aua. Okay. Bumm. Bumm. Mhm. Kostet meinen Stahl. Oder meinen so. Wolf. Schmeckt ich mach Wolf erst gut? Hm. Ja, ich, vermutlich. Aber mach Katze das darfst du niemals essen. Würde ich auch niemals machen. Yay. Yeah. Und da bin ich auch schon. Ach ja, stimmt. Ich muss ja nicht zurück. Nicht schlecht für den Anfang. Aber ordentliche Arbeit verlangt bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher. Du willst ordentlich arbeiten.